Tag 2. Oh. Die von der Drake analysierte Frucht stellte sich als genießbar für Bewohner von Koppai heraus. Vielleicht gibt es auf diesem Planeten noch mehr davon. Dies und die steinharten Felspigmen an meiner Seite geben mir Hoffnung. Ich denke, mit ihrer Hilfe werde ich zu Brittany gelangen. Eigentlich hätte man schon jetzt ein paar Pigmen zu Brittany hinwerfen können, damit die die halt da über die Berge tragen. Also rein logisch gesehen ist natürlich klar, dass das jetzt nicht im Spiel geht. Tag 3. Landen? Ich kann mich umentscheiden, ich kann noch woanders hin. Aber wir gehen jetzt erstmal nochmal da rein, denn ich will wissen, was da ist. Denn es geht ja noch weiter. Da geht's dann noch weiter. Manchmal ist es eine gute Idee, eine Aufgabe, die längere Zeit braucht, nur wenigen Pigment zu geben. Warum? Oh, cool, die Fusion ist da. ...20 von beiden. Sollte okay sein. So, dann switchen wir mal. Geht das denn auch? Kann der dann... Denn die Frucht ist ja, oder der Teil ist ja... rot. Sollte aber eigentlich gehen. So, das Vieh haben wir auch erwischt. Ja, doch. Okay. Gut. Dann kommt mal her. Dann gehen wir jetzt erstmal hier lang. Ich glaube, hier war nichts mehr, oder? Doch, hier waren noch ein paar Blattmonster. Da hinten. Töten, töten! Oh, geile Geräusche. Ja, cool. Alter, was ist das? Also ich freue mich schon auf schwimmende Pigments. Da muss ich nicht immer Angst haben, dass die ertrinken. Los, rote Pigments. Ich glaube, die Täterin schaffen das gar nicht, oder? Ne, ich glaube, die sind unnütz. Ach so, okay. Ja, die scheinen echt gar nichts zu bringen. Das dauert aber ganz schön, ey. Guck mal, der knechtet da alleine rum. Gehst du an die Arbeit, du Sack? So, okay. Gehen wir hier kurz lang. Warte mal, wo geht's denn überhaupt lang? Ist da irgendwie noch ein neues Areal? Ja, da ist ein neues Areal. Na, ich weiß nicht. Jetzt, ich will eigentlich auch wissen, was da hinten war. Alleine komme ich nicht weiter. Kann ich denn da hoch? Oh fuck, ich habe sie alle aufgegeben. Was ist denn, wenn ich... Hä? Nein, ihr sollt nicht zermatscht werden. Ich guck's mir... Ich guck erst mal, was hier geht, was hier abgeht. Oh. Oh, hups. Ich habe sie getötet, fuck. Geht das denn überhaupt? Da oben ist auf jeden Fall eine Frucht. Das sehe ich schon mal. Was soll man da bringen? Ich meine, die Frucht runterzubringen, okay, kann ich mir vorstellen. Aber wenn sie da nicht hoch wollen... Ich switch mal, mal gucken, ob ich die weiterwerfen kann. Ne, ist alles im Weg. Ah! Und ich selber kann da wahrscheinlich auch nicht hoch. Nee. Das geht schon mal nicht. Das ist wahrscheinlich relativ simpel, nur ich komme gerade nicht drauf. Wir können ja mal kurz hier welche drauf schicken. Geht auch nicht. Nicht mal, wenn ich hier bin? Doch, dann geht's. Ja, aber wie soll ich denn da sonst hochkommen?
Nee, okay, so geht's auf jeden Fall nicht. Dann lassen wir das erstmal, gehen jetzt mal weg. Vielleicht können wir es auch noch gar nicht machen, ich weiß es nicht. Obwohl, mein Gott, bin ich behindert. Aber wie sollen die dann... Nee, trotzdem kann ich denen ja dann keinen Befehl geben. Warte, wenn ich jetzt hier zum Beispiel 10 Stück draufpacke. So. Einfach mal ein paar. Und dann hier 20. Dann sind die oben. Aber ich meine, die waren ja gerade auch oben. Können die jetzt nicht von da nach da laufen? Sind die dumm? Ich balanciere das aus. Das ist bestimmt ganz sinnvoll. Oh. Ne, keine Ahnung. Okay. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Da bin ich ja mal gespannt, ob das schon geht oder eben nicht. Und ich selber kann ja... Ich kann ja eigentlich gar nichts. Ich konnte ja nicht springen oder so. In die Richtung hatte ich ja eigentlich erst gedacht. Oh. Nein, lass sie in Ruhe. Oh, oh, die können verbrennen. Das Pikmin ist in Schwierigkeiten. Ich kann ihm helfen, indem ich ZR drücke, um es zu rufen. Ist er tot? Er ist tot. Go! Ja, ich lösche das Feuer einfach. Geil. Also zwischendurch einfach rufen und schon sind alle Probleme gelöst. Gut. Was steht da? Ein Knopf ergibt mehr Keime, wenn ihn Pikmin seiner Farbe bergen. Ach so. Rote Pikmin sind feuerresistent. Ach so. Okay, macht Sinn, ne? Gut. Hä? What is that? Achso, ja, okay, die könnte man da eventuell hinschicken. Da am anderen Ufer liegt etwas, womit man wohl eine Brücke bauen könnte. Aber zuerst muss ich Brittany retten. Ja, toll. Scheiß Brittany, ey. So, dann bringt das mal zurück, ihr Knechte. So, so, so. Wo lang denn? Wo lang kann ich denn noch gehen? Oh. Das ist rot. Kommt. Gehe ich mal kurz darüber. Pflücken können wir die gleich. Aber warte mal, ich könnte eigentlich mal ein paar mehr mitnehmen. Yay, kommt mit mir. Meine Sklaven. Meine Oberknechte. Ah ja, und oben ist halt auch die Uhrzeit, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Man muss sich hier schon ein bisschen beeilen. Seine Zeit sinnvoll nutzen. Ah, okay. Mittagszeit. Da kommt man mit. Was ist das? Fels-Pikmin richten höheren Schaden an, wenn sie auf den Gegner geworfen werden. Ja, Steine werfen, ne? Ist doch klar. Oh! Wirf einen Anführer an sonst nicht erreichbare Orte. Ach so. Was war denn das für ein Satz? Ist da noch was? Okay, ja, dann retten wir die erstmal, die Bitch. Brittany, los! War ein Zufall, dass sie genau da in dem, in der Arena, in dem Käfig, ja, abgestürzt ist. Brittany! Puh, endlich bin ich draußen! Endlich bin ich frei! Ich bin nicht dafür gemacht, unter freiem Himmel zu schlafen, außerdem habe ich Hunger! Huch, was sind denn das für Wesen? Aha! Pikmin also. Irgendwie niedlich. Oh, Alf, sieh dir das mal an. Oh, eine Zitrone. Da ist eine riesige Frucht. Jetzt müssen wir sie
Jetzt müssen wir zusammenarbeiten. Ne, warum? Ich brauch dich ja nicht gar nicht. Los geht's! Wähle mich aus? Was? Alter! Ah, so können wir dann die Aufgabe gleich machen. Ach so. Ah, und dann kann ich switchen. Okay. Ja, ja, ist mir klar. Jetzt verstehe ich auch nicht, was mit Anführer gemeint ist. Ja, jetzt bin ich sie. Ich habe eine Vagina. Tipptopp. Ja, schaffen sie. Dann nehmen wir jetzt erstmal sie. Die bringt er zurück. Und ich kann ein paar Leute knechten. Go!